So, da hinten scheint noch irgendwo einer zu sein. Abgeschlossen. Was ist denn überhaupt die Währung? Also es gibt einmal XP und dann gibt es da drunter, das ist 92, was? Whips ist die Währung, glaube ich. Du bist nicht aufzuhalten. Es gibt mehrere Währungen in der... Hey, zurück zu den Zirkelzelten der E-Reps. Sie haben immer noch Funkprobleme und ich kann helfen. Du kannst mich ruhig verurteilen, aber hier dann kann man Kohle machen. Dann irgend so ein grünes Zeug, wo man auch Waffen sozusagen auseinandernehmen kann und dann diese grüne Währung bekommt, wo ich noch nicht herausgefunden habe, wie sie heißt. Und dann noch so eine Art Zusatzschlüssel, den man braucht, um verschiedene Verbesserungen für Waffen zu kaufen oder Ausrüstung zu kaufen oder zusätzliche Dinge an Waffen anzubringen, Seltenheit zu erhöhen, also mit den Waffen machen, um mehr Schaden mit rauszuhauen, um sie einfach zu verbessern. Ich habe hier gerade mein Auto eben auf einem Pfeiler geparkt und während du erzählt hast, ist es ganz langsam abgerutscht und dann irgendwann unten angekommen. Ja, wenn wir hier nicht schnell genug raus sind, habe ich schon festgestellt, fangen wir wieder von vorne an. Ah ja, was jetzt nichts mit unserer Quest zu tun hat, sondern die Quest ist sozusagen abgeschlossen. Aber wir müssen uns dann wieder durchkämpfen, was ein bisschen nervig ist. Ja. Überhaupt hin. Wo gehen wir überhaupt? Du bist glaube, jetzt gerade aus deinem Auto gefallen, in meiner Ansicht. Und jetzt stehst du hier. Na, jetzt bist du wieder ganz woanders. Also es scheint manchmal ein bisschen laggy. Müssen wir hier wieder über die Brücke rüber? Nicht unbedingt. Wir das gerade mal schauen. Also es gibt hier Hotshots, schlimme Zeiten. Wir könnten natürlich zu diesem einfach mal zu dem World Event runterfahren, wenn du meinst, dass sich das lohnt und da genug Spieler zusammenkommen. Ja, das könnten wir machen. Wenn du die Karte einmal öffnest und zu dem Hellbug-Zerstörung-Welt-Event-Archenfall-Dingens gehst und da mit der rechten Maustaste einfach mal draufklickst, wird eine Route berechnet. Ah. Die dir dann auch nicht auf der Map, sondern halt auch Spiel angezeigt wird. Das ist ja praktisch. Also mit eingebautem GPS-System. Genau. Gut, dann fahren wir da doch mal hin. Also mit dem Auto ist das recht angenehm. Genau, man kann das Auto so auch schneller fahren lassen, genauso wie man sprinten kann mit der gleichen Taste. Ja, ja, immer so ein kurzer... Was heißt kurz? Och, ja, es ist halt, das ist halt ein kleiner Boost, ja, den man da bekommt. Quasi Nitro-Einspritze. Ja, ja, so kann man es nennen. Die Routenoption hier ist natürlich nicht immer die schnellste oder kürzeste, sondern immer die auf den Straßen oder irgendwelchen Feldwegen, wo man aber auch am wenigsten Gegner hat. Und hier sind wir dann schon. Gibt es einen Archenfall. Bei diesen gefährlichen Ereignissen kannst du gut seltene Ressourcen und Unmengen... Hier in diesem Weltevent sieht man schon einige Spieler rumlaufen. Müssen wir jetzt erstmal die töten. Genau, oben sieht man halt auch ganz gut, dass die Zeit echt gut ist. Für dieses Event. Ah, okay. Und wir haben quasi 11 Minuten Zeit, um den Gebiet zu zerstören, oder? Ja, es gibt Phasen eines Events. Die Phasen muss man dann abschließen. Es ist auch unterschiedlich, ob man pro Phase die Zeit hat oder pro Event die Zeit hat, muss man auf das Event drauf an. Okay, der eine fährt hier mit dem Auto rum. Kann man die Viecher auch einfach überfahren? Ja. Ah, okay. Aber es macht nicht so viel Spaß, die auf den zu schießen, ganz ehrlich. Die zerblättern sehr schön.
Und man sollte, wenn möglich, auch immer in Bewegung bleiben. Damit man nicht so oft von vielen angegriffen wird und dann vielleicht verschwindet. Man hat einmal die Möglichkeit, sich selber wieder zu leben. Direkt an der Stelle. Das kann man aber nur einmal alle, keine Ahnung, 30 Minuten oder so machen. Man kann von anderen Spielern wiederbelebt werden, egal welcher Klasse sie angehören. Und wenn man keinen in der Nähe hat, natürlich auch wiederbelebt, dann allerdings nicht so leicht laufen. Oder zu dem Ort, wo man vorher. Habe ich eine Frage, wo sehen wir jetzt wirklich den Fortschritt? Weil oben zerstöre den Kristall. Gar nicht. Das heißt, man muss also jetzt einfach über die Zeit hinweg. Genau. Okay. Passiert dann irgendwas, wenn man eine gewisse Zeit erreicht hat oder ein gewisses Maß an Monstern erschossen hat? Eine gewisse Wertung erreicht hat, die hier oben auch angezeigt wird. Wie gesagt, das ist von Event zu Event unterschiedlich, welche Kriterien da gebraucht werden. Also da kommt noch was anderes außer auf die Dinger zu tun, ja? Wahrscheinlich kommt man noch auf andere Dinge. Es ist ein Unter, also dass man jetzt großartig die Rie stößt, das ist eher wie ein Vorfall. Das hier ist auch nur ein kleiner Teil des Eisenfalls. Das sieht man auch immer ganz gut an dem Kreis. Es ist nur ein kleiner Radius, in dem dieses Weltevent stattfindet. Das kann sich aber durchaus ändern. Manche Weltevents sind zusammenhängend an verschiedenen Orten. Sprich, man muss einen kleinen Teil dort ausführen, einen kleinen Teil an einer anderen Stelle. Das allerdings ist auch wieder unterschiedlich von Event zu Event. Schauen wir einfach mal, was passiert mit der Zeit. Einmal noch ein paar 8 Minuten, also das ist noch ja, also die sind etwas langwieriger, bringen allerdings auch wesentlich mehr Erfahrung und Punkte und Belohnung als normale Quests. Wie wird überhaupt die Erfahrung jetzt hier vergeben, wenn man sich den Killing-Flow zu landen oder wie viel Schaden man macht, oder muss man nur einmal anschließen? Das habe ich auch noch nicht so ganz herausgefunden. Okay. Es wird auch nicht wirklich irgendwo angezeigt, dass für diese Erfahrung man letztendlich bekommt. Bei manchen Quests oder hatten wir auch schon, wenn wir mit mehreren Spielern das gemacht haben, dass da dieses Bild aufpoppte, wo dann auch die XPD angezeigt werden. Also ich denke, wir brauchen noch eine Folge zum Beispiel LD, die wir 50 Feinde mit einem hier lernen. Ja. Und je öfter man eine Waffe benutzt, desto höher ist das Waffenlevel. Sollte wahrscheinlich zwischendurch mal auf den Kapoder wechseln. Genau, man kann damit halt die Waffe auch verbessern. Das ist halt wie ein Skill-Level für Waffen. Und die Präzision verbessert wird. Oder kritische Trefferwertung oder so. Ja, da das ja hier nicht so extrem fordert, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, oder auch zu leveln. Ja. Das ist natürlich eine andere Sache, die mir aber sehr klingt. Hilft aber auch immer mit der rechten Maustaste ein bisschen ran zu zoomen. Das ist gerade das Schwarze auf dem Boden. Ist das einfach die Viecher, wo die mal aktiviert sind? Ich auch noch nicht. Ich glaube, das ist irgendwie von diesen kleinen Viechern hier. Die irgendeinen Rückstand hinterlassen. Sieht auf jeden Fall halt nicht so super gewohnt aus. Oh, meine Munition ist alles. Nee, ich bin nicht gefeiert, aber interessanterweise hört man auch die Stimmen von anderen Spielern,
die hier mit rumrennen, wenn der Munition alle ist. Ja, mal durchlaufen. Also hier passiert irgendwie nichts, wenn ich da durchlaufe. Ich könnte auch irgendwas Granatisch sagen, die irgendeiner von unseren Mitspielern hier benutzt. Oder irgendeine Waffe, wie meine zum Beispiel dieses grüne Kreuz. Ich glaube, uns auch dieses grüne Kreuz hier zusätzlich zu der Munition rauskommt. Ja, da sagt gerade auch keiner im Check vor, das dauert ja nicht mehr lang. Der Belohnung her. Es sei denn, man hat keine Munition mehr. Ja, aber das scheint gerade in anderen Spielen würde man sagen, dass wir hier mit dir nicht grind. Ja. Kann man jetzt über Kumpel schreiben? Es ist nach einem langen Arbeitstag, der sehr stressig war, sehr erholsam, einfach mal eine Viertelstunde auf ein paar Monster knallen zu können. Ohne jetzt großartig hin und her reisen zu müssen und irgendwie zu testen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wenn man allerdings Storyline mag, dann wird man diese Welt-Events ja, mögen und auch nicht damit warm werden. Also das ist auch Story dahinter, aber das ist ja. Ja, das genau. Die Viecher töten weil Baum. Ja, genau. Das ist so kann man. Oder weil Brat. Jetzt das schwarze Zeug wieder weg, dann kann man dafür wieder grüßen überall. Das sind so Spezialfähigkeiten der Waffe, ich verstehe nicht, das würde ich jetzt mal so annehmen. Ich glaube, ich muss Feuer. Ja, noch mal 3 Minuten. Ja, immerhin nicht, wenn wir sind mit 11 Minuten angekommen. Ja, das stimmt. Aber man kann hier wirklich jeden beliebigen Zeitpunkt einsteigen. Ja, man muss nicht von vornherein dabei sein. Man kann einfach auch bis zum Schluss damit einsteigen. So kommt man natürlich nicht viel Erfahrung oder und Leute wie jemand, der von uns kann dabei war. Diese Welt-Events spawnen auch immer in unterschiedlichen Punkten. Daher ist es auch nicht abzusehen, wo sie auftauchen werden. Man wird jedenfalls nicht, dass hier immer wieder. Ich dachte, da fällt Muni runter, aber meine Pistole wird dann doch langsam leer. Hier lag auch keine Gift. Nee, aber normalerweise lassen diese Dinge auch noch nicht so fallen und die sammelt sie automatisch auf. Ich hatte mich wohl gerade irgendwie verguckt, aber stimmt, ich habe sogar auch in der Pistole noch 200 Pistole. Oh, ein neuer Erfolg. Rennen insgesamt 5 Kilometer. Das ist doch mal etwas. Das charakterübergreifend oder also countwide oder nur der Charakter? Das war die Frage, ja. Ich kann nach dem Event ja einfach mal in den Charakter hier reinschauen, nach den Erfolgen. Wenn ich die anderen von meinem anderen Charakter, der schon wesentlich weiter ist, sehe, dann so. Ja, wir haben jetzt noch 21, also wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Angenehm finde ich aber auch, dass er, wenn man wirklich das Magazin ganz leer schießt, dann lädt er alleine nach. Kann natürlich zwischendurch manuell schon mal machen, aber wenn man. Es wird einem eigentlich früher genug angezeigt, dass man nachladen muss, aber... Ja, ich sehe ja die Anzeigen. Ja, ich vergesse es immer automatisch. Ich lasse es immer automatisch nachladen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, wer weiß. Ich habe es vorhin zum Beispiel immer gemacht, wenn man ein Stück Ende nachgeladen hat.
nur noch eine halbe Minute. Das war's? Ja, das war's. Okay. Ich sag ja, das war ein kleines Event. Wenn du jetzt die große Map mal aufmachst und dann weiter nach rechts gehst, siehst du zum Beispiel einen großen Kreis mit 5 Welt-Events. Da bekommt man natürlich wesentlich mehr als jetzt bei diesem kleineren Welt. Das stimmt. Ich habe ein Ego-Update verfügbar. Ja, das hatte ich gerade auch. Ego-Raster. So, wollen wir nochmal schauen. Das war Selbstheilung, nein. Ich hatte aber eben irgendwas gesehen. Zeit zu gehen. Vielleicht ein Ego. Schneller bewegen brauche ich nicht. Und gesagt, ich glaube, ich nehme mal den Blutdurst. Selbstmedikation erhöht die Aufladerate deiner Selbstheilung. Ja, kann man immer brauchen. Ja? Hört sich gut an, oder? Finde ich auch. So, ich sehe jetzt hier gerade diesen 2 Episoden-Missionen. Das Interessante ist, einmal ist es Episode 1 gesunder Wettbewerb. Und dann haben wir oben Staffel 2 Folge 1. Also man kann anscheinend beide Staffeln anfangen. Aber ich glaube... Richtig. Aber oben ist dann die Hauptmission, wir sind auf Sendung. Kann man hier eigentlich irgendwie schneller zurückreiten oder muss man immer mit dem Auto fahren? Nein, man muss nicht mit dem Auto fahren. Wenn wir jetzt die Map öffnen und auf das Lager der Republik Erde klicken, kann man dorthin einen Schnelltransport benutzen und man wird direkt dorthin geportet. Hat auch, so viel ich gesehen habe, keine Abklingzeit. Ja, dann machen wir es doch diesmal. Dann brauche ich nicht wieder gegen alle Baumstümpfe fahren. So, erstmal wieder alles reparieren. Ja, das ist schon etwas, was ich jedem empfehlen kann. Wenn man an einer Munitionskiste vorbeikommt und auch nur eine halbe Munition benutzt hat, sollte man sehr aufladen. Okay, gut. Wir haben hier drin bei unserer netten Freundin Cass, gibt es dann die nächste Mission. Die Republik Erde muss die Funkverbindung wiederherstellen. Cass kann das schaffen, aber sie braucht unsere Hilfe. Klasse, du hast es geschafft. Sei jetzt nicht sauer, aber ich habe Grant gesagt, dass Gut, du bist hier. Cass sagt, dass du ihr helfen wirst, die Funkverbindung wieder aufzubauen. So. Wenn du das schaffst, können wir die Rettungssignale der vermissten Passagiere verfolgen. Dein Chef von Bach gehört auch dazu. Es gibt einen zerstörten Radiosender nicht weit von hier. KTM 94FM hat vielen coolen Wotan Hardrock gespielt. Nicht dein Shrill-Meat-Mädchenkram. Tut mir leid. Wenn wir reinkommen, kann ich ihn auf Post-Archenfallstand bringen. Dann funktioniert der Sender als Relaispunkt für das Signal. Wenn ich Soldaten übrig hätte, würde ich euch nicht schicken. Kontaktiert mich, wenn ihr Resultate habt. Moment. Du willst wirklich, dass wir das allein machen? Unglaublich. Ich finde auch toll, dass die uns einfach mal so helfen soll und das beschlossen wird. Ich finde es auch sehr toll gemacht, dass man so kleine Sequenzen zu den Quests immer hat. Zu den großen Quests, jetzt nicht irgendwelche Unterquests, die einem das Ganze nochmal ein bisschen verdeutlichen, was man jetzt machen sollte oder vielleicht auch warum man es machen sollte. Ja, das stimmt. Finde ich nicht schlecht gemacht. Gut, dann müssen wir jetzt aber richtig weit fahren, wie es aussieht. Ja. Ich habe mir mal wieder den Routenplaner angemacht. Ja, der leitet uns hier über die Straße. Du wirst mir ja wahrscheinlich folgen. Ja, wenn ich hier jetzt gegen den Baum, also, ne? Ja, das trifft gerade, hast du mich angesteckt. Weißt du,
breite Straße und den einzigen verfügbaren Baum, den nehme ich aber mit. Und ich habe nochmal ein größeres Auto als du, also... Nochmal größer. Ja, das ist ein bisschen größer und breiter. Hier gibt es eine Herausforderung. Bei diesen Prüfungen kannst du dein Können mit dem anderer Archenjäger vergleichen. Überall an den Straßen findet man auch immer so kleine Quests und Herausforderungen, die man nebenbei machen kann, wenn man da gerade entlang läuft. Ja, wurde mir gerade angezeigt, hatte ich aber diesmal mal gelassen. Aber warte mal, ist das hier so eine Herausforderung? Ich warte mal auf dich. Das ist laut Karte Time Trial Tranquility Sprint. Ich weiß nicht, ob wir... Wo bist denn du? Ich warte mal auf dich hier. Das scheint irgendein... Du bist hinter mir. Oh ja. Und zwar ein ganzes... Ich habe gedacht, du wärst hinter mir. Nein, gut. Dann fahre ich mal weiter.